Es ist Donnerstag, der 20. September 2018. Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute spreche ich mit Olaf Müller, dem Initiator der 99%-Bewegung. Guten Abend, Olaf. Ja, hallo, mein Lieber. Sei gegrüßt. Vielleicht möchtest du etwas zu deiner Person sagen, vielleicht einen kurzen Überblick, wo du dich so engagierst, und dass wir dann auf die 99%-Bewegung kommen. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Olaf Müller, ich bin 52 Jahre alt, ich hatte gestern Geburtstag und ich bin seit 35 Jahren politisch engagiert. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Stadtschulsprecher, habe mich also da schon sehr früh für meine Mitmenschen engagiert und bin dann bei meiner Bankausbildung bin ich dann auch Jugendsprecher gewesen, auch bei der HBV-Jugendgruppe habe ich also da organisiert, und als ich zur Bundeswehr gegangen bin, war ich dort also auch Vertrauensmann. Es war also stets für mich wichtig, dass ich mich für meine Mitmenschen engagiere und versuche, Verbesserungen für die Mitmenschen zu erreichen. Und dementsprechend war es für mich folgerichtig, dass ich mich damals vor 35 Jahren dann auch in der SPD engagiert habe, habe dort verschiedene Positionen eingenommen, unter anderem war ich mal Bürgermeisterkandidat in Miltenberg, habe damals eines der besten Wahlergebnisse in diesem Wahlkampf damals für die Bayern-SPD erzielen können. Und es ist also so, dass ich feststelle, dass sich heute die politische Lage vollkommen verändert hat und ich leider auch mit vielem, vieles überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, auch was innerhalb meiner Partei passiert, und das auch sehr lautstark meine Kritik vortrage dann. Ne? Ja. Und es ist also so, dass ich 2014 beispielsweise realisiert habe, dass hier ein unwahrscheinliches Russland-Bashing passiert ist über die Medien, und dass ich vollkommen irritiert gewesen bin, wie unsere Medien plötzlich also da regelrecht einen Krieg herbeigeschrieben haben und auch die Politik sich sehr merkwürdig verhalten hat. Und selbst ist der Mann, wir sind damals also einfach auf die Straße gegangen und haben mit anderen Menschen zusammen demonstriert, und ich war dann Mitinitiator eine Woche nach Lars Meerholz von der Mannwache für den Frieden, haben wir das also dann in Frankfurt übernommen und haben dann sehr schnell die Situation gehabt, dass sich jeden Montag dann immer mehr Menschen getroffen haben. Wir haben mit 10 Leuten angefangen und dann zum Schluss hatten wir 450 Leute, und das war also schon eine ziemlich tolle Sache. Wir haben uns eigentlich damals organisiert rein aus dem Internet. Wir haben gepostet, dass wir unzufrieden sind, und waren überrascht, wie viele Menschen das dann doch alles genauso gesehen haben. Hätte man jetzt auf die Medien vertraut oder auf die Politik, da wären wir alles Einzelgänger gewesen, aber anscheinend war das überhaupt nicht so. Und dann haben wir irgendwann mal realisiert, dass es in Umfragen so war, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung das genauso gesehen hat, wie die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind. Ja, so war das. Und ich habe realisiert, dass viele Politiker immer nur Einzelereignisse vortragen. Und das, was mir eigentlich aufgefallen ist, ist, dass man diese Probleme gar nicht miteinander verknüpft. Das heißt, man sieht das immer nur als Einzelereignis, was dort passiert. Aber man realisiert gar nicht oder stellt es nicht dar, dass viele Dinge vielleicht miteinander in Zusammenhang stehen. Und insofern muss ich sagen, habe ich dann irgendwann verstanden,
dass alle Probleme, die wir haben, oder die allermeisten Probleme, die wir haben, hausgemacht sind und dass sie hier mit unserer Finanzelite zu tun haben, die daraus Profit schlägt. Und das war dann der Moment, wo ich mich dafür interessiert habe, das Licht mal auf diesen Kegel zu setzen, und stellte fest, dass bereits 2006 einer der reichsten Menschen der Welt, der Warren Buffett, hier ein Interview der New York Times gegeben hat und darüber gesprochen hat, dass ein Krieg stattfindet. Und dieser Krieg wird letztendlich, sage ich, gegen die überwältigende Mehrheit der Menschen geführt. Und deswegen habe ich jetzt die 99%-Bewegung hier auf Facebook gegründet und möchte ein bisschen die Menschen wachküssen. 99% der Bevölkerung zu vertreten, hat ja auch war ja auch die Selbsteinschätzung der Occupy-Bewegung. Knüpft die 99%-Bewegung an die Occupy-Bewegung an? Ja, selbstverständlich. Man muss also verstehen, die haben damals dieses Interview, das der Herr Buffett gegeben hat, die haben das also damals auch sehr kritisch gesehen. Und ich möchte es einfach nochmal für die Zuhörer sagen, also der Warren Buffett hat am 26.11.2006 hat er gesagt, es herrscht Klassenkrieg. Richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Also, das heißt, das, was er dem Ben Stein in der New York Times gesagt hat, das müssen wir einfach nochmal unsere Sinne schärfen, weil das ist so leicht dahergesagt. Er redet hier von einem Krieg. Die führen Krieg. Das ist also kein Späßchen, was sie machen. Die führen richtig Krieg. Jeder, der weiß, wie Bilder eines Krieges aussehen, die führen Krieg. Und es ist seine Klasse, die den Krieg führt. Das heißt, es sind nicht die Arbeiter, nicht die Gewerkschaften, die hier Krieg führen. Es ist nicht der Klassenkampf, wie Karl Marx sagt, die kleinen Leute, die müssen sich jetzt wehren. Und ja, nein, es ist seine Klasse, wo der Herr Buffett den Vorwurf macht, dass sie diesen Klassenkampf führt, diesen Krieg. Und die Occupy-Bewegung, die Wall Street-Bewegung, die haben sich ja damals vor die Wall Street gesetzt und haben demonstriert. Und das war eine ganz tolle Sache. Wir haben das damals im Fernsehen gesehen und waren ganz verwundert, dass sowas in Amerika möglich ist. Aber bereits damals, muss ich sagen, wenn da die Medien das offensiver berichtet hätten und hätten das mal genau den Menschen erklärt, was hier läuft, ich glaube, dass das ganz anders nach Europa rübergeschwappt wäre, wie das dann letztendlich nur in kleinen Tröpfchen rübergekommen ist. Das heißt, diese Occupy-Bewegung, aus der später die Blockupy-Bewegung also auch in Europa wurde, das war ja vor allem, sage ich jetzt mal, eine Bewegung von jungen Studenten und nicht von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, würde ich mal formulieren. Und das, was ich eigentlich erreichen möchte, ist, dass die Leute aus der Mitte der Gesellschaft dieses Problem begreifen, das hier gerade stattfindet. Ich möchte versuchen, dass die ganz normalen Arbeiter und Angestellten verstehen, warum damals die Wall Street-Bewegung sich so engagiert hat. Und dass das möglich ist, das sehen wir zum Beispiel an Bernie Sanders. Denn der Bernie Sanders, der hat, um das zur Erklärung nochmal zu sagen, das war der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, der Gegenkandidat von Hillary Clinton, der hat ja diese Themen auch sehr angenommen und sprach dann auch von der 99%-Bewegung. Und dem Bernie Sanders, dem fühle ich mich also sehr
angetan. Das ist ein ganz toller älterer Herr, der das alles gar nicht mehr nötig hätte, sich so reinzubringen in die Debatte, aber der das macht, auch weil er sagt, für die Kinder und Kindeskinder ist es einfach wichtig, hier diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Und wenn wir jetzt nicht reagieren, dann werden diese Finanzeliten ja diesen Krieg in einer solchen Unbarmherzigkeit führen gegen uns, dass es für unsere Kinder und Kindeskinder nicht mehr lebenswert sein wird. Das ist also auch meine feste Überzeugung. Und welche Schwerpunkte setzt sich die 99%-Bewegung bisher? Also ich muss es deutlich sagen. Ich habe auf dieser Facebook-Seite, die 99%-Bewegung, habe ich ja verschiedene Beiträge gebracht. Ne? Und das, was mir ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass der alte Spruch, den wir auch aus der Zeit des alten Roms kannten, teile und herrsche, dass wir den heute als sehr wahr immer wieder erkennen. Und das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist, den Menschen klarzumachen, dass das eine künstliche Spaltung ist, die hier teilweise betrieben wird. Und dass wir versuchen, die Menschen zusammenzubringen, dass wir den Menschen versuchen, ihnen klarzumachen, dass sie das Bild, das sich ihnen momentan darstellt von der Politik oder von den Medien, ja, wie unsere Gesellschaft aussieht, welche Probleme wir haben, dass wir also versuchen, den Menschen zu erklären. Gibt so ein Bild, das ich da gepostet habe. Ich möchte es euch kurz erklären. Da siehst du also einen Kegel, okay? Und je nachdem, wie der von welcher Position du jetzt guckst, ja, wenn der mit Licht bestrahlt wirst, dann hat der Kegel entweder für den Betrachter sieht das aus wie ein Kreis oder wie ein Rechteck. Und jeder sagt, das ist die richtige Position. Die Leute würden sich dafür schlagen, weil sie sagen, sie haben Recht, sie reden die Wahrheit, weil das für sie aussieht wie ein Kreis oder für ein Rechteck, je nachdem, von wo man guckt. Und das, was ich eigentlich gerne erreichen möchte, ist, dass die Menschen begreifen, dass es sinnvoll wäre, einfach mal einen Schritt zurückzugehen, vielleicht sogar zwei, um das Gesamtbild sich anzuschauen, um dann zu begreifen, dass man hier in die Irre geführt worden ist und dass man, wenn man das gesamte Bild sieht, dass es vielleicht gar keinen Grund gibt, sich so zu zerstreiten, dass man das ganz vernünftig gemeinsam lösen könnte, das Problem. Und das ist also eine der wichtigsten Aufgaben, die Menschen erstmal grundsätzlich wach zu küssen und damit zu konfrontieren, dass der Streit, der eben künstlich in die Gesellschaft reingetragen wird, dass der also nicht sein müsste und dass das ein Ablenkungsmanöver ist der Finanzelite, weil wenn wir uns ja einig wären, dann könnten die diese Spielchen nicht erfolgreich spielen. Und also das ist das eine, grundsätzlich begreifen nochmal, dass man also vielleicht einen Schritt zurückgehen muss und das Gesamtbild sich anschauen muss. Und das andere ist, es gibt eine junge Frau, die hat also seit vielen Jahren hervorragende Videos gemacht auf YouTube. Das ist die Yasinna. Und das, was die Yasinna hier geleistet hat, ist außerordentlich vorbildhaft. Sie erklärt den Menschen, dass sehr viel Energie verwendet wird, die Menschen zu manipulieren. Und das hat sie in 5 Videos
dokumentiert, die jeweils etwa eine Stunde gehen. Und ich wünschte mir, dass ganz viele Menschen sich diese Videos einfach mal anschauen, damit sie begreifen, dass wir alle durch und durch manipuliert werden. Also wer glaubt, dass er nicht manipuliert wird, der kann mal ganz sicher sein, dass er der Erste ist, der manipuliert ist. Also jemand, der glaubt, er wäre resistent dagegen, der wird ganz sicher manipuliert. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann, wenn man das versteht, dass je Kräfte am Werk sind, die Milliarden investiert haben in diese Programme, sage ich jetzt mal, der Manipulation, der Geheimdienste und so, wenn man das begreift, was da gelaufen ist, dass da viele Menschen auch in diesen Programmen gestorben sind, dass man dann Dinge, die man im Fernsehen sieht, sehr viel skeptischer dann betrachtet. Das heißt, ich möchte einfach, darf ich da gerade mal zwei Beispiele bringen? Ja, es hört sich jetzt nach diesem MK Ultra, Mind Control und ja, so weiter an, was genau, mehr über Geheimdienste gelaufen ist. Das sind ja belegbare Programme, die da gelaufen sind. Ja, MK und Ultra, da gibt es ja inzwischen noch neuere. Und das, was ich einfach mal sagen möchte, mit Manipulation der Menschen. Es gab mal eine Demonstration des Ärzteverbandes in Berlin, ich glaube, das war 2013. Und da haben die dann demonstriert gegen die Politik, weil die da was machen würden, was verabschieden würden, was denen nicht gefallen hat. Und irgendeiner der Reporter war doch wirklich so dreist und meinte, er müsste wirklich recherchieren. Das gibt's tatsächlich noch. Und dann ist er hingegangen zu einem dieser Ärzte und hat gefragt, sagen Sie mal, und wo sind Sie denn eigentlich, Arzt? Der hat ihn interviewt, so wie du mich jetzt interviewst. Und dann wurde der ganz blass und verlegen und sagte, ich bin gar kein Arzt. Ja, wieso, was machen Sie denn, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Schauspieler. Und dann ist er zum Nächsten gegangen und dann stellte er fest, das sind alles Schauspieler, die dort demonstriert haben. Und bei uns wurde das in Heute und Tagesthemen und so gezeigt, als ob da wirklich Ärzte demonstriert hätten. Und durch diese Recherche ist das dann aber auch in den Medien gesagt worden, was da passiert ist, dass das gar nicht Ärzte gewesen sind. Nur muss ich sagen, das ist jetzt mal eine Sache, die einfach zufällig aufgeflogen ist. Wie viele Dinge werden uns hier präsentiert als Wahrheiten, wo wir das gar nicht mitkriegen, dass das hochmanipulativ ist und dass dafür Geld gezahlt worden ist, dass das Schauspieler sind. Verstehst du, was ich meine? Ja, Und das ist schon ein ziemliches starkes Stück. Eine andere Sache, die ich mal erwähnen möchte, ist 2000 bei der Jahrtausendfeier, ja, in Berlin gab es eine Riesenparty, eine Riesensause. Und jetzt muss man wissen, dass man durch Töne Menschen manipulieren kann. Das heißt, du kannst Töne machen und dadurch wirst du beschwingt als Mensch. Ne? Da freust du dich, die beschwingen dich. Und es gibt Töne, wenn du die wahrnimmst, und dann wirst du zum Beispiel depressiv. Und dann gibt es Töne, wenn du die hörst, und dann wirst du aggressiv. Das gibt's. Und es ist möglich, diese Töne unter die Musik drunter zu legen und dass Menschen das überhaupt nicht wahrnehmen und dass dann aber Konsequenzen daraus sind, die Leute hören eigentlich eine ganz nette, schöne Musik und werden dann vielleicht aggressiv. Und das ist schon ein Hammer, ja. Und 2000 ist das tatsächlich passiert, dass ein früher amerikanischer Sender, wo man weiß, dass das also ein Militärsender gewesen ist, dass der genau das gemacht hat und eine beschwingende Message unter seine
Lieder drunter gemischt hat. Und die Polizei in Berlin ist darauf aufmerksam geworden und hat hier recherchiert und hat das rausgefunden. Das heißt, das hatte eine solche Wirkung, dass die Kollegen der Polizei hier aufmerksam geworden sind. Ist schon interessant. Also das ist aktenkundig. Ja? Und das muss man an diesen zwei Beispielen mal realisieren, wie Menschen durchaus manipuliert werden und sie haben gar keine Ahnung, wie sehr sie manipuliert werden. Und über all die anderen Sachen, das wäre jetzt sprengend für das Interview, wenn ich das alles sagen würde. Ich kann nur empfehlen, schaut euch einfach mal auf dieser Seite die 99%-Bewegung diese hervorragenden Filme von Yasinna an, die sie vollkommen unentgeltlich gemacht hat, einfach nur, um die Menschen aufzuklären. So wie auch ich das vollkommen unentgeltlich mache, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich hatte jetzt die Vorstellung, von wegen Finanzelite, also das hört sich jetzt jetzt eher so nach staatlicher Manipulation an. Ich hatte so die Vorstellung, dass die Finanzelite zum Beispiel über Thinktanks vorgeht, die dann bei sich gerne Leute vor Medien einbetten und dann ihre Propaganda in genau diese Medien einstreuen. Das war jetzt das, was mir am bewusstesten war. Entschuldige. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir ja hier von den reichsten Menschen der Welt reden, die sich in gemeinsamen Diskussionsgruppen anscheinend besprechen und einen Schlachtplan machen, denn einen Krieg, wie Herr Buffett sagt, dafür brauchst du einen Schlachtplan. Also wer das als Verschwörungstheorie abtut, der ist ja nicht mehr ganz dicht. Also einen Krieg, wie Herr Buffett sagt, einer der reichsten Menschen der Welt, da gibt es immer einen Schlachtplan. Und dieser Schlachtplan, der muss ja dann von verschiedenen Leuten gestrickt werden. Und dafür gibt es Think Tanks und dafür gibt es NGOs und all das gibt es ganz sicher. Aber wir müssen begreifen, dass, und da bin ich ein glühender Anhänger von, dass man nicht sagt, das oder das ist die Wahrheit. Oftmals ist es so, dass das eine stimmt und das andere irgendwo auch. Das heißt, der Herr Pullmann, weiß nicht, ob ich ihn jetzt besonders vorstellen muss, Herr Pullmann hat viele, viele Jahrzehnte für das CDF hervorragende Dokumentarfilme gebracht. Und ich habe zum Beispiel einen seiner Filme vorgeführt vor Bankfachklassen. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann und wir hatten dort im politischen Unterricht über diverse Dinge gesprochen, auch über den Kennedy-Mord damals und habe da so ein bisschen etwas, was ich erfahren habe, dort erzählt und dann haben die Lehrer gesagt, nee, also das glauben sie aber nicht. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich mal vorschlagen, dass auch ich euch was beibringen kann. Und ich war ja Stadtschulsprecher und so. Und dann lasst uns doch einfach mal eine Veranstaltung machen. Die Schüler kriegen schulfrei, das organisiere ich. Und wir gehen in den Stadtverordneten-Sitzungssaal und ich zeige euch dann mal einen Film von Herrn Pullmann. Und ich kann nur sagen, die Augen wurden immer größer und der Mund hat offen gestanden und die Lehrer haben dann geweint. Geweint, weil sie realisiert haben, wie sie belogen und betrogen worden sind. Und das ist der Job, den Herr Pullmann gemacht hat. Im CDF hat einen verdammt guten Job gemacht und vor kurzem hat er einen Vortrag gehalten über den dualen Staat. Und der duale Staat ist im Prinzip nichts anderes als das, was ihr kennt, als den tiefen Staat. Will heißen, der Staat im Staat. Wir erkennen zum Beispiel den tiefen Staat in der Situation von Geheimarmeen wie Gladio. Das bedeutet, hier hat also insbesondere der Dr. Ganser, Daniel Ganser, hervorragende Arbeit geleistet, der ja ein super Buch geschrieben hat, eine Doktorarbeit geschrieben hat über die Geheimarmee Gladio. Und viele
Politiker wissen überhaupt nicht, also auch Regierungsbeamte, ja, wissen überhaupt nicht, dass es hier Geheimarmeen in den unterschiedlichen Staaten gibt. Das ist erstaunlich. Das Europaparlament hat sich ja schon für Jahrzehnten darüber beschwert und Aufklärung gefordert. Ja, und ich kann nur sagen, das ist sehr berechtigt. Das ist sehr berechtigt. Aber die Frage ist, was hörst du denn aus dem Europaparlament oder von der Bundesregierung über Gladio? Hörst du da was? Ich höre nichts. Wahrscheinlich haben sie nicht richtig nachgedacht. Ich höre nichts. Und das ist das Problem. Das heißt, diese Dinge, ne, werden vielleicht mal kurz angedeutet, ne, aber für die breite Öffentlichkeit hörst du doch da relativ wenig. Also die Älteren von uns, also wie gesagt, ich bin Jahrgang 66, ja, die Älteren von uns, die haben damals das mitgekriegt von dem schrecklichen Anschlag in München auf dem Oktoberfest und dass hier eine Wehrsportgruppe Hoffmann aktiv gewesen ist. Und bis heute sind die Dinge nicht richtig aufgeklärt worden. Aber wenn man sich das anschaut, wie das alles gelaufen ist und dann, wie man versucht hat, das auch versanden zu lassen, und wenn man sich anschaut, wie das jetzt abläuft mit dem NSU-Prozess und dass die Akten 120 Jahre quasi unter Verschluss gestellt werden, dann muss man doch sagen, das ist das Gegenteil von, wie soll man sagen, von öffentlichkeitswirksam. Also der mündige Staatsbürger bekommt hier nicht alle Unterlagen vorgelegt. Und ich halte es für ein starkes Stück. Ich muss es wirklich sagen. Ich habe mich immer für einen demokratischen Rechtsstaat eingesetzt. Und hier sind Dinge, die hier laufen, die sind nicht gut, will ich mal sagen. Ich versuche das sehr freundlich zu formulieren. Und wenn wir also darüber reden, um wieder den Kreis sich schließen zu lassen, wie diese Finanzeliten arbeiten, und da sagtest du, die machen das quasi nur außerhalb der Parlamente und die machen das nur außerhalb von Regierungen und die machen, ja, da möchte ich das sehr deutlich sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Finanzelite alle, aber auch wirklich alle Gelegenheiten nutzt, um diesen Krieg gegen die Masse der Menschen zu führen. Den machen sie über die Politik. Die machen sie über die Wirtschaft selbstverständlich, da kommen sie her. Und den machen sie selbstverständlich über die Medien. Und man soll doch nicht glauben, dass sie es nicht auch machen über die Unterhaltungsbranche und den Sport. Also jede Chance, die sie haben, nutzen sie, um ihre Ziele voranzutreiben. Und sie haben die finanziellen Mittel, das auch zu erreichen, selbstverständlich. Unter Freunden, sie wären ja auch blöd, wenn sie es nicht nutzen würden. Also wenn du jetzt mit mir Rommi spielst und du hast einen Joker in der Hand und dann spielst du den aus. Und der Joker heißt, Geld macht Einfluss, Punkt. Und da spielen die aus, ganz klar. Wenn Leute genug Geld haben, dann streben sie ja wahrscheinlich mehr nach Macht oder auch danach richtig große Dinge zu gestalten, so würde ich mir vorstellen. Genau, und wir wissen ja, dass beispielsweise der frühere Präsident Bush, aber auch viele andere von der neuen Weltordnung gesprochen haben, die sie errichten wollen. Und wer die Politik der Bush verfolgt hat, der weiß doch, in welche Richtung es geht. Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, dass das zum Vorteil der breiten Mehrheit der Menschen ist. Das ist nicht zu unserem Vorteil. Ich habe den Eindruck, dass es Richtung Privatisierung, Richtung mehr Krieg und Richtung Sozialabbau geht, wenn ich jetzt mir anschaue, was so seit der Zeit von Bush Junior passiert ist. Ja, das würde ich zu 100% unterschreiben wollen. Ja, zu 100%. Und das sind nur die Oberbegriffe von sehr tiefgehenden Veränderungen für die Menschen.
Wissen und dieses Puzzle zusammensetzen, um zu begreifen, dass diese vielen Einzelereignisse, die wir gesehen haben, die wir tagtäglich erleben, dass sie miteinander zu tun haben. Mhm. Also das Bienensterben, der Krieg im Irak oder Syrien oder so, ja, und all diese Dinge, ja, das, was hier läuft mit dass die Dieselmotoren, ja, sagen, dass die viel umweltfreundlicher sind, wie sie sind, und dann kommt das alles raus. All diese Dinge, glaube ich, dass sie miteinander zusammenhängen, und ich kann das sehr, sehr wohl begründen. Hm. Ja, mich würde natürlich interessieren, vielleicht einmal fokussieren auf soziale und wirtschaftliche Fragen. Wo siehst du Schwerpunkte, wo die Finanzelite hin will, und wie hält da die 99%-Bewegung dagegen? Was gibt es da bisher für Ansätze? Also, wir müssen begreifen, dass eben diese Privatisierungswellen, und das sind ja wirkliche Privatisierungswellen, die wir in Deutschland seit der Kohl-Ära erleben, dass die natürlich einmal sehr viel Arbeitsplätze gekostet haben. Das heißt, man denkt immer, das ist doch gemacht, damit viele Jobs entstehen und so, ja. Also es führt dazu, dass, wie soll man das jetzt am besten sagen, gewisse Sozialstandards aufgelöst werden durch diese Privatisierungswellen. Also das ist nicht zum Vorteil der Bürger. Also das glaube ich nicht. Und es geht rein um eins: Geld zu verdienen. Und das, was wir Menschen aber begreifen müssen, ist, dass man Geld nicht wirklich fressen kann. Wir essen Lebensmittel. Aber dieser Faktor des Kapitalismus, dass man nur noch auf Gewinnmaximierung zielt, das wird unseren Planeten zum Explodieren bringen. Der führt uns an den absoluten Kollaps. Das heißt, ich habe es vorhin gesagt, ich bin ja ein gelernter Bankkaufmann. Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der sagt, mein Gott, kauft gar nichts mehr und wie soll ich das am besten sagen? Also du verstehst schon, also als Bankkaufmann bin ich von dieser Welt und ich nehme teil am Wirtschaftssystem, ja, ich fahre auch ein Auto und ich gehe auch meine Sachen kaufen und so, aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch mal, wie gesagt, diese 2-3 Schritte mal zurückgehen und uns anschauen, wie denn momentan die Situation auf diesem Planeten ist, wie es ausschaut. Und wenn ich mir das also so anschaue, jetzt haben wir die Diskussion um den Hambacher Wald. Also ich sagte, das sieht nicht gut aus. Wir machen die letzten Reste auf diesem Planeten, wo unsere grüne Lunge noch existiert, die machen wir gerade kaputt. Und insofern kann ich nur sagen, wir sägen massiv, massiv auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Und insofern sehe ich das sehr kritisch mit diesen Privatisierungen, ja, dass man alles nur zu Geld macht. Das wird nicht gut ausgehen für uns. Wir müssen also nach neuen Konzepten also zielen, ja. Wir müssen neue Konzepte erarbeiten und das wäre jetzt wieder abendfüllend, wenn ich das jetzt alles im Detail erklären würde. Aber es gibt viele Menschen, die sich ja hier schon mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir, wie bei DIEM 21 und so, dass wir uns alle zusammensetzen. Wir haben ja auch unsere Netzwerke und wir haben schlaue Menschen, wie beispielsweise
den früheren griechischen Finanzminister, der sehr gut argumentiert. Wir müssen also versuchen, Gegenideen zu entwerfen und wir müssen sie in die Gesellschaft auf breite Basis vortragen und besprechen. Wir dürfen uns nicht von dieser kleinen Finanzelite dermaßen treiben lassen. Also wenn du Varoufakis meinst, ich glaube, der will einen Staat EU. Und wenn ich mir das EU-Recht im Vergleich anschaue zu den sozialen Rechten in manchen mitgliedstaatlichen Verfassungen, weiß ich nicht, ob das dabei rauskommt, was er verspricht. Ja, ich sage jetzt, das ist jetzt ein Beispiel, es gibt ja viele Dinge. Ja, das ist das, wo ich sage, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht an einem Punkt jetzt festhalten. Ich sage nur, er hat in vielen Dingen also das sehr gut erklärt, was hier gelaufen ist mit der Troika. Und man muss sich das einfach mal vorstellen. Ich bin immer für Wahrheit und Klarheit. Man hat den Menschen in Deutschland gesagt, die Griechen wären faul und die würden einfach das Geld nur aus dem System rausnehmen, die würden über ihren Verhältnissen leben und sowas. Ja. Und wenn man aber mal anschaut, was da gelaufen ist, wie die Banken, gerade die deutschen und französischen Banken dem griechischen Staat Geld zur Verfügung gestellt haben und die Regierungen quasi die Bürgschaft gegeben haben als Ausfall, wenn der griechische Staat nicht zahlen kann, dann würde quasi die Bundesrepublik Deutschland einspringen. Heißt, der Steuerzahler, der springt ein, um dann das Geld zu garantieren. Ich weiß. Und dann haben sie aber gesagt, ihr kriegt aber nur ein Beispiel, ihr kriegt aber nur diese Darlehen, wenn ihr gleichzeitig auch deutsche Rüstungsgüter kauft. Und das waren keine Kleckerbeträge damals. Und Banken rekapitalisieren. Dann leiht sich also Geld und sind. Ja, ich will nur sagen, also das sind doch Dinge, die sind ja irre. Das heißt, die Leute haben kein Geld. Und bitten um eine Bürgschaft, dann sagen ja, ihr kriegt aber nur viel mehr, wenn ihr gleichzeitig auch dann Rüstungsgüter kauft, die sie überhaupt nicht benötigen eigentlich. Und daran sieht man doch, dass das Ganze ein Irrsinn ist. Hier geht es doch überhaupt nicht darum, den Menschen zu helfen, sondern es geht darum, sie in eine so ausweglose Situation zu bringen, wo sie dann irgendwann die Zinsen nicht mehr begleichen können. Genau. Und vollkommen abhängig werden. Und ich kann nur sagen, wer glaubt, dass sie das nur mit Staaten machen, der irrt. Als Kommunalpolitiker sage ich sehr deutlich, das machen die auch hier in Deutschland mit unseren Kommunen. Die werden in Situationen gebracht, wo sie irgendwann nicht mehr selbstständig agieren können. Also in Offenbach, wo ich herkomme, da muss der Haushalt von einem Regierungspräsidenten quasi abgesegnet werden. Ja. So weit sind wir. Und die Öffentlichkeit, die realisiert gar nicht, dass eigentlich gar nicht mehr die gewählten Abgeordneten über den Haushaltsplan entscheiden, sondern der Regierungspräsident. Ich wollte noch sagen zu Griechenland, diese ganzen Mechanismen mit der Troika, das ist ja nur der Vorwand. Man hat ja bei dem vierten Mechanismus mit der Troika, den ESM, hat man eine Riesenverarschung gemacht. Man hat Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag reingeschrieben, dass die Staaten, die einen Euro haben, für alle Staatsanleihen, die sie rausgeben ab 1.1.13, da so Zusatzbedingungen machen müssen, namens kollektive Aktionsklauseln. Da steht da aber nicht, was das ist. Aber es gibt ein Begleitgesetz zum ESM, Drucksache 17/9049. Und in den Erläuterung dazu steht drin, dass das, was dieses Gesetz in das deutsche Bundesschuldenwesengesetz einfügt, nämlich Paragraph 4a bis 4k, ungefähr das ist, was in die kollektiven Aktionsklauseln reinkommt. Also man muss sich jetzt keine Staatsanleihen kaufen, um das nachzuvollziehen. Und anhand dieser Paragraphen 4a bis 4k Bundesschuldenwesengesetz, das ist der Beweis dafür, dass es um ein Staateninsolvenzverfahren geht. Und da entscheidet dann die Versammlung der privaten Gläubiger statt der Troika, welche Auflagen man macht. Und das ist im krassen Gegensatz zum alten Waldenfels-Urteil, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, der Staat hat das letzte Entscheidungsrecht, wo es um den deutschen Staatsbankrott nach dem Zweiten Weltkrieg ging. Also es geht praktisch darum, mit diesen Mechanismen
immer sollen wir bürgen oder Kredite geben für andere Staaten, damit die ihre alten Gläubiger zu zahlen können, und unter den Auflagen ist immer Bankenrekapitalisierung, also dass alle pleite gehen und alles privatisieren und Sozialabbau machen. Das ist die Logik. Ich habe mich da über 2 Jahre Großteil meiner Freizeit mit beschäftigt. Okay. Also der ESM war mit Sicherheit auch keine gute Idee für die Und wir sind drin, wenn Italien pleite geht, wenn die EZB nicht mehr billig gebrauchte, so viele gebrauchte italienische Staatsanleihen kauft, oder wenn die nächste Blase kommt und wir dann nicht sagen, halt, hier, unsere Grundrechte und Menschenrechte, die sehen wir als höherrangig als den ESM und wir folgen dem nicht mehr. Ja. Also wie gesagt, also die Ursprungsfrage sind wir jetzt ein bisschen abgekommen. Wie sieht das aus? Wie tut diese Finanzelite das durchsetzen? Und da möchte ich also deutlich machen, sie machen das sicher über NGOs, sie machen das sicher über Think Tanks, aber sie haben eben auch den Einfluss über die Medien. Ich möchte da mal ein Beispiel sagen. Wer sieht, wie unsere Medien sich verändert haben in den letzten 20 Jahren, das ist ja schon bemerkenswert. Wir haben früher die Bild-Zeitung gehabt, des Springer-Konzerns, und wir haben den Spiegel auf der anderen Seite gehabt. Und die haben sich inhaltlich duelliert und haben hier einen Diskurs federführend für die Gesellschaft geführt. 2014, 2015 kamen wir in die Situation, dass der frühere Chef der Bild-Zeitung Chef beim Spiegel wurde und die gesamte Mannschaft dort ausgetauscht hat. Heute stellen wir fest, dass es gar keinen Diskurs mehr gibt, sondern nur noch eine einheitliche Linie. So wie bei Bild-Zeitung und Spiegel hatten wir das zum Beispiel hier auch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Rundschau. Das eine war ein liberales Blatt, ich würde sagen eher wirtschaftsliberales Blatt, und das andere war eine Zeitung, die sogar von den Aktionären her in der Hand der SPD gewesen ist. Und jetzt muss man mal schauen, wie diese beiden Zeitungen heute ins selbe Horn blasen. Und das ist das, wo ich sage, da hat sich doch gewaltig was verändert, weil die blasen ja alle in das Horn des Neoliberalismus. Und so ist es also dann auch in der Politik. Also es kommt mir vor, du kennst doch diese alten Hollywood-Schinken, diese Filme, ne, mit den Piraten, wie die Piraten dann gekommen sind mit ihren Schiffen, sind an das Nachbarschiff gefahren und dann haben die geändert. Ne, und dann sind die mit so Seilen von der einen zur anderen Seite rüber. Und genauso kommt mir das vor bei den Medien und beispielsweise auch in der Politik. Also ich erkenne meine SPD in weiten Themenfeldern überhaupt nicht mehr wieder. Und die CDU und die Grünen übrigens auch nicht. Und wenn ich mir beispielsweise anhöre oder angehört habe vor etwa 5, 6 Jahren noch, dass die Frau Merkel ja nach links, die CDU nach links getrieben hätte, dass die Frau Merkel quasi eine Sozialdemokratisierung betrieben hätte bei der CDU. Sei mir nicht böse, da lache ich mich kaputt. Ich habe den Eindruck, es soll eher zwischen den Arbeitnehmern mehr Konkurrenz geschaffen werden. Ja, also die Wahrheit ist, dass die Frau Merkel eine neoliberale Politik betreibt, vollkommen neoliberal, und nur weil die SPD inzwischen auch leider eine neoliberale Politik betreibt, wie wir es bei Hartz IV und so sehen. Und deswegen denkt man, dass die sich einfach ähnlich sind. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die CDU nach links geht oder die SPD nach rechts, sondern dass sie beide plötzlich einen dritten Weg einschlagen, nämlich den des Neoliberalismus. Und wenn du jetzt die Grünen anschaust, da ist es genauso. Das ist Neoliberalismus. Und wenn plötzlich die FDP neoliberal ist, die CDU-CSU neoliberal ist, die SPD neoliberal ist, wenn
alle neoliberal sind. Und dann ist die Antwort auf die Frage, wer dahinter steht, doch relativ eindeutig. Und mir sollte für dich vielleicht mal angucken, in welchen Thinktanks oder in welchen Vereinen diese Leute sind, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Und dann werden sie vielleicht nach Parteileuten in der Talkshow, nach Parteizugehörigkeit in der Talkshow vielleicht präsentiert und gehören dann vielleicht im gleichen Verein oder im gleichen Thinktank an, oder? Genau, und ich muss sagen, dass also eine hervorragende, deswegen sage ich immer, Leute, ihr müsst auch differenzieren, ihr müsst genau hinschauen, ja, und ihr dürft nicht alle unter einen Kamm scheren. Also beispielsweise das CDF hat eine hervorragende Sendung, die Anstalt. Und in dieser, die machen einen hervorragenden Job. Und die haben beispielsweise in einem ihrer Beiträge über die Montpellerin-Gesellschaft geredet. Und wie die Welt verändert. Und das sind ja solche Thinktanks. Und mein lieber Freund, die haben das bis ins Detail aufgegliedert, wie das alles gelaufen ist. Und mit dem Lambsdorff-Papier in den Anfang der 80er Jahre bis hin zu Schröder. Und ich muss wirklich sagen, da scheint sehr viel Wahrheit drin zu stecken. Und es lohnt sich, über die Montpellerin-Gesellschaft sich auseinanderzusetzen, um zu begreifen, was hier im Hintergrund alles läuft. Jedenfalls sind das alles Dinge, die nicht gut sind für die Mehrheit der Menschen. Ganz bestimmt nicht. Und deswegen lohnt es sich, wie gesagt, die Menschen überhaupt mal. Also wir müssen es zuspitzen. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen das Ganze zuspitzen. Die Leute sehen immer nur, jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf gejagt, ja. Aber, und das beschäftigt uns dann, aber den großen Zusammenhang zwischen dem Ganzen, den müssen wir herstellen. Das heißt, und wir müssen begreifen, dass das alles zusammenhängt, und wir müssen den Leuten erklären, dass die das machen, ja, die planen das in der Montpellerin-Gesellschaft und wie sie sich alle nennen, und da steckt sehr viel Geld dahinter, um unsere Parteien zu verändern, um unsere Medien zu verändern, um gewaltigen Einfluss zu machen. Und seitdem ich Politik mache, seit 35 Jahren, redet man darüber, dass der Mittelstand ausgehöhlt wird. Seit 35 Jahren. Und wir haben das immer überhaupt nicht wirklich ernst genommen. Wir haben gedacht, nee, das ist halt einfach so, aber wie das zusammenhängt. Und heute, wenn wir heute lesen, was Thomas Barnett schreibt, wenn wir heute begreifen, wie diese großen Geostrategen, die in den USA sitzen, was sie von sich lassen, und dann begreifen wir, Mensch, da gibt es ja Vordenker, die wollen diese Globalisierung, und im Rahmen dieser Globalisierung gehen die kleinen Firmen, die Mittelständler, die gehen hops, und nur die ganz, ganz Großen, die überleben. Also ich bin jetzt kein Gegner von Gerhard Schröder, weil er zum Beispiel durch die Freundschaft mit Putin auch sehr viel Gutes bewirkt. Aber ich muss schon mal sagen, dass er damals sich so eingesetzt hat für die Rettung von Holzmann und auf der anderen Seite die Kleinen sich nicht so eingesetzt hat. Ich denke, dass er schon auch jemand gewesen ist, der eben leider diese Globalisierung im Sinne, die ganz Großen sollen sich durchsetzen und der Mittelstand wird leiden, hat er leider wirklich mit vorangetrieben. Und das bedauere ich, aber das ist leider so. Und viele haben das vorangetrieben, die seit 2000 Politik machen. Ja. Parteiübergreifend. Was wir zum Beispiel auch im Blick haben, ist, dass seit dem Lissabon-Vertrag im EU-Recht ja Verpflichtungen drin sind zur Vergabe der ganzen Daseinsvorsorge und auch der hoheitlichen Institutionen, alles am Privat. Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, es ist noch nicht komplett umgesetzt, weil das Lissabon-Urteil hat Grenzen gesetzt, das für das Hoheitliche erstmal verboten. Und jetzt versucht man es über die Staatspleite und über TTIP. Aber TTIP ist ja, haben ja selbst die Amerikaner einen Schreck gekriegt, wie viel Privatisierung das will. Das war schon heftig. Ja, und das, was man auch sagen muss, was bemerkenswert ist, es ist ja halt nicht nur TTIP, sondern der kleine Bruder ist ja CETA. Hm. Und wenn CETA sich durchsetzt, können die Amerikaner, wenn sie Firmen in Kanada machen, können die ihre Klagewege auch über diesen Umweg Kanada auch wahrnehmen. Und das Spannende ist doch, dass 85% der Bundesbürger nach Umfragen damals gegen CETA und TTIP waren. Ne? War doch so. Und dass trotzdem unsere große Koalition, unsere Parteien geholfen haben, das zum Durchbruch zu bringen. Und das, was ich unseren Zuhörern unwahrscheinlich ans Herz legen möchte, ist, dass sie begreifen, dass CETA zum Beispiel überhaupt noch nicht durch die Parlamente abgesegnet worden ist. Ich glaube, es müsste durch über 40 Parlamente in Europa durchgehen, um abgesegnet zu werden. Wird trotzdem schon angewandt zum Teil? Aber sie haben es schon in Kraft gesetzt, obwohl es überhaupt noch nicht durch die Parlamente gegangen ist. Und das Spannende ist, ich höre von keinem einzigen Parlament, dass es darüber entschieden hätte. Ich höre es aus keinem Land, ich höre gar nichts mehr in der Debatte um CETA. Sie haben es einfach in Kraft gesetzt und jetzt höre ich nicht, dass im Bundesrat oder Bundestag darüber diskutiert wird. Und mein Eindruck, der sich bei mir festsetzt, ist, sie arbeiten still und heimlich an den Mehrheiten und erst wenn sie die Mehrheiten haben, dann tun sie es zur Abstimmung stellen. Wir müssen das jetzt vorantreiben und müssen sagen, wir wollen sofort Abstimmung haben, solange sie es noch nicht hintenrum manipuliert haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ein starkes Stück, was hier läuft. Ich habe mal einen CETA-Entwurf gesehen. Das ist undemokratisch. Ich habe einen CETA-Entwurf gesehen, da geht es ja, glaube ich, auch um so Beweislast bei Gentechnik. Also Gentechnik in der Landwirtschaft, wer jetzt beweisen muss, dass es unschädlich oder schädlich ist. Mhm. Das war 2011. Ich weiß nicht, wie der Entwurf heute aussieht, ob das noch drin geblieben ist. Kann ich dir auch nicht sagen. Man muss ja einfach sehen, dass Menschen wie du und ich, wir machen ja vieles ehrenamtlich. Und ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie Geld dafür gekriegt, dass ich mich für meine Mitmenschen engagiere. Und insofern hat natürlich auch, wie soll man sagen, alles seine Grenzen. Man kann nicht alles wissen. Und damit muss man auch offen umgehen. Das, wo ich die Hoffnung lege, ist, von diesem Schwarmverhalten, weißt du, dass wir viele Menschen haben und jeder ist in seinem Bereich irgendwo fit, und dass wir uns finden und dadurch auch eine gewaltige Durchschlagskraft kriegen. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Okay. Du kennst auch sicherlich dieses Bild mit den bösen Kampffisch und dann tun sich die vielen kleinen, netten Fischlis zusammen und dann schwimmen sie und wollen den jagen. Und das sage ich jetzt mal, das ist das, was wir erreichen müssen. Ja, ich verstehe es so, dass die 99%-Bewegung bisher erstmal dafür sorgt, Wissen zu verbreiten, Wissen auszutauschen und aber man kann gespannt sein, welche konkreten Produkte im Sinne von Aktionen dabei rauskommen und wie gezielt dann die Wirkung ist. Ja, also eine Aktion haben wir jetzt beispielsweise gemacht. Wir sind ja, als der Herr Putin in Brandenburg gewesen ist, sind wir ja nach Brandenburg gefahren und haben hier für den Frieden ein Zeichen gesetzt, für Völkerverständigung. Und das, was ja bemerkenswert gewesen ist, ist, dass neben uns sich eine Gruppe aufgebaut hat von jungen Syrern. Und sie wurden organisiert von einem Deutschen, der sehr geschäftlich getan hat. Ich habe dann mal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, weil diese Syrer
Mikrofon. Die haben nur Hassparolen, also dann geschrien gegen Putin, gegen Russland und also sehr bösartig. Und ich habe dann gesagt, dass ich das also jetzt halt nett finde. Wir haben ihnen einen Teil unseres Platzes überlassen und die Polizei hat dann auch dafür gesorgt, dass sie also das Mikrofon also dann weggetan haben. Und das, was jetzt eine spannende Sache gewesen ist, ist, dass der Organisator dieser Gegendemo, dass der dann durch das Goldene Tor gegangen ist, wo der Putin und die Frau Merkel sich aufgehalten haben. Das fand ich spannend. Man hat ihn einfach so durchgehen lassen. Ja, und dann habe ich mir den Einsatzleiter kommen lassen. Und dann habe ich gefragt, ob ich das denn auch dürfte. Und dann hat er gesagt, nee, Herr Müller, das geht leider nicht. Und dann sage ich, warum nicht? Ich bin bei der SPD engagiert und so, ich will da jetzt auch durch. Dann sagt er, nee, Sie sind nicht akkreditiert. Und dann sage ich, na, ich möchte auch gerne akkreditiert werden. Und dann, da hätten sich aber früher drum kümmern müssen. Dann sage ich, jetzt verscheißern Sie mich aber mal nicht. Jetzt sagen Sie mir mal, was Phase ist. Was muss ich denn haben, um akkreditiert zu werden, um da rein zu können? Naja. Wenn wir zum Beispiel beim Verfassungsschutz wäre oder so, dann wäre das für mich schon ein Nachteil. Ja! Wir haben festgestellt, dass dieser nette Mann beim Auswärtigen Amt beschäftigt ist. Beim Auswärtigen Amt? Verfassungsschutz ist doch eher dem Innenministerium untergeordnet. Bundesnachrichtendienst ist und dachte ja, ich. Vielleicht ist auch der Verfassungsschutz. Vielleicht ist auch beides. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen nur, dass wir haben das rausgegeben. Wir wollten das ja mal wissen, was das für ein Mensch ist. Mhm. Und dass er also beim Auswärtigen Amt beschäftigt ist. Das heißt, beim Heiko Maas, bei meinem Parteifreund Heiko Maas beschäftigt. Ja, ich muss wirklich sagen, ich kotze. Ja, ich finde es ungeheuerlich. Ja, wenn das meine Genossen alle wüssten, ich glaube. Die wird nicht nur mit dem Kopf schütteln. Früher war es so, dass wenn Staatsgäste zu Besuch kamen, dass man Pfingsten ja, verteilt hat, zu winken als Zeichen der Völkerverständigung. Und in der heutigen Zeit organisiert man Gegendemonstrationen. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr angepisst über diese Art und Weise. Du merkst meine kleine Erregung eben gerade. Die Völkerfreundschaft ist... Entschuldigen, aber ja. Das hat gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir dort gewesen sind, um das allein zu erleben und auch um ein Zeichen zu setzen, dass es hier nicht nur Verrückte gibt, verrückte Kriegstreiber, die wir ins Land gelassen haben, ja, um hier also eine Position dann darzustellen, wie Deutschland ganz ist, weil die Mehrheit Deutschlands möchte Frieden mit Russland haben. Das zeigen alle Umfragen und das wird vollkommen verkehrt, wenn du dann solche Leute organisierst. Übrigens, wir haben uns als 99% Bewegung, wir haben ja keine Gelder, wir haben ja leider gar nichts, ja, und wir sind dann wirklich in Einzel-PKWs aus ganz Deutschland dorthin gefahren und haben das gemacht und es war alles sehr kurzfristig. Das war ja wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen musste man das organisieren. Das war sehr schwierig, das alles überhaupt auf die Beine zu stellen. Und dann sehen wir, wie Busse diese Gegendemonstranten direkt an den Veranstaltungsort gefahren haben. Das heißt, wir mussten laufen, wir mussten unsere PKWs, wir mussten alles abstellen, mussten einige hundert Meter laufen durch die Hitze des Tages und die anderen sind mit den Bussen direkt davor gefahren worden. Und da frage ich mich, wer bezahlt denn eigentlich diese fantastischen Busse? Nagelneue, schöne Busse. Gute Frage. Und warum dürfen die durchfahren und wir müssen laufen? Das können ja auch private vielleicht gewesen sein, die man gerade gelegen kam. Ich ja, weiß ja. Nicht. Und dann hörst du, dass der Organisator da im Auswärtigen Amt beschäftigt ist. Also und darf dann durch, hat die Akkreditierung, um zu Merkel und Putin durchzulaufen. Also ich muss wirklich sagen, das alles kommt mir sehr dubios vor, hat mich sehr verärgert und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir uns hier auch deutlich für Frieden aussprechen. Wir wollen Frieden in der Welt und auch in Deutschland.
gerade passiert. Diese künstliche Spaltung der Menschen in Deutschland, ja, das ist alles ein Teil dieses Projektes. Und man muss einfach verstehen, wenn man beispielsweise unserem Dax Müller, ja, gut zuhört in seinen Analysen, dass er davon spricht, dass der Dollar nicht mehr lange machen wird. Und als Banker schätze ich das sehr ähnlich ein. Und deswegen muss ich sagen, wenn die Amerikaner ihre Vorherrschaft behalten wollen, insbesondere im westlichen Wertesystem, und dann müssen die Europäer künstlich in die Knie gezwungen werden, damit sie schwächer dastehen wie die Amerikaner. Und genau das ist das Programm, das eben gerade läuft. Europa wird künstlich geschwächt. Das sieht mir danach aus, dass es keine einheitliche Finanzelite ist. Manche wollen ja auch einen Staat EU und wollen, dass die Mitgliedstaaten praktisch alle ihre Handlungsfähigkeit an Konzerne abgeben. Und dann gibt es auch welche, die wollen Europa schwächen, damit USA im Verhältnis stärker sind. Darf ich dazu Folgendes sagen? Diese Finanzelite hat alle im Sack. Sie haben die Konservativen im Sack. Sie haben die Linken im Sack. Sie haben die Nationalisten im Sack. Sie haben einfach alle im Sack. Sie haben die Befürworter im Sack einer starken EU. Und sie haben die Gegner der EU im Sack. Sie spielen wie bei einem Klavier auf allen Tasten. Nur dann kommt eine gescheite Melodie heraus. Und die haben nicht nur eine Taste, auf der sie klimpern. Verstehst du, was ich meine? Klar. Und das muss man einfach begreifen. Wir wollen immer es uns leicht machen und sagen, die sind Nazis oder die sind Kommunisten. Nein, sie sind alles und nutzen das nur zu dem Zweck, dass wir gespalten werden und sie aber ihre Ziele letztendlich durchsetzen. Das ist eine sogenannte, wenn ich das sagen darf, Salamitaktik. Das heißt, stückchenweise setzen sie genau das durch, was sie wollen. Sie wissen ja, weil sie den Plan erstellt haben, wo das Ganze enden wird. Wir sehen nur von Tag zu Tag einen kleinen Ausschnitt und können uns überhaupt nicht vorstellen, wo es lang gehen kann. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Vorteil, den die haben. Sie haben die Regeln aufgestellt und wir müssen danach springen und müssen danach tanzen. Und das ist das große Problem, das wir haben. Und deswegen sage ich, wir müssen unsere eigenen Programme erarbeiten, müssen uns organisieren und müssen die dann versuchen durchzusetzen. Das wird sehr schwer, weil diese Gegenströmungen ja die gesamte politische Landschaft, die gesamten Medien, die gesamte Wirtschaft kontrollieren. Und das ist, muss also eine richtige Graswurzelbewegung sein. Nur möchte ich an dieser Stelle auch eins erklären. Du hast mitgekriegt, dass in den letzten Tagen ja auch die Sammelbewegung Aufstehen sich etabliert hat. Ja. Von Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Und wenn du jetzt mal realisierst, dass es Umfragen gegeben hat, wie würde eine Partei Aufstehen abschneiden, wenn sie sich zur Wahl stellen würde? Hast du gehört, wie die Umfragen waren? Ich war jetzt darauf nicht vorbereitet. Ich glaube, das waren erstaunlich hohe Prozentsätze im Vergleich dazu, wie die Linken. Um die 15%. Das, was hier rausgekommen ist, war mehr wie das Doppelte. Sie lagen in Umfragen bei 34%. Das ist gewaltig. Und ich kann euch nur eins sagen. Ich habe ja in Rammstein demonstriert gegen die US-Airbase, weil sie von dort aus die Drohnen in die gesamte Welt koordinieren. Und habe dort
ihm die Frage gestellt, wie schätzt du das ein? Und er sagt, also ich denke, lasst uns alle erstmal auch in den Parteien bleiben, bei SPD, Grüne, Linke, wo auch immer, wo wir sind. Ja, hier geht es erstmal darum, dass wir gemeinsam Inhalte besprechen. Und das Problem ist, eine Partei zu gründen, ist sehr, sehr schwierig. Das kostet sehr viel Geld und also alles nicht so einfach. Auch die Hürden, die man dann über, die man nehmen muss, ja, dann, dass man so eine Partei nimmt, wie viele Leute dann unterschreiben müssen und sowas, also alles nicht so einfach. Aber wenn ich sehe, wie viele Menschen da sich danach sehnen, nach einer vernünftigen Linie, die unabhängig ist und nicht gekauft von der Finanzelite, dann muss man sich vielleicht wirklich überlegen, ob man nicht irgendwann doch den Schritt wagt, hier eine Partei zu etablieren. Ich muss es wirklich sagen, weil die Zeit uns leider, leider wirklich davonläuft und weil wir realisieren, jetzt auch nach dem, was in Dresden passiert ist, wie künstlich die Menschen gegeneinander gehetzt werden. Und das ist also schon bemerkenswert, kann ich nur sagen. Ja? Und wir müssen uns beeilen, sonst wird es einen Schlag geben, von dem wir uns nicht erholen werden. Das ist leider so. Ich sehe hier Polarisierung, vor allem das Problem. Also ich habe mir zum Beispiel Statistik angeguckt, von wegen Polizeistatistiken zusammen mit Zuwanderung. Und ich spreche es nur für das Jahr 2016, dass da bei Straftaten Zuwanderer, also die definieren die Leute, die ab 2015 hier hingekommen sind oder die Asylbewerber sind, überproportional viel da eben unter den Verdächtigen gewesen sind. Das kann auch daran liegen, dass Leute eher als verdächtig gelten, wenn sie halt anders aussehen. Aber was ich damit meine, ist, ich finde das irgendwo schlimm, dann kommen dann Leute von links, die zum Beispiel können das sagen, das kann nicht sein, deswegen glaube ich das nicht. Leute von rechts schlachten das dann zum Teil aus, um sich ihre alten Vorurteile bestätigt zu bekommen. Und dann schimpfen die Linken und die Rechten aufeinander. Genau. Und anstatt, dass sie gucken, der eine hat einen linken Blinkwinkel, der andere hat einen rechten Blinkwinkel, und dass sie gucken, welche Lösungsansätze sie haben. Das ist hervorragend. Und so ist es. Und daran siehst du, dass es gesteuert ist. Weil ein normaler Mensch, alle unsere Zuhörer, die das jetzt hören, werden in ihren Sesseln sitzen und sagen, jawohl, der hat doch recht. Jeder normale Mensch würde nach Lösungswegen suchen. Aber siehst du auch nur eine Partei, die versucht, mal sachlich sich mit dem anderen auseinanderzusetzen? Ich möchte dazu jetzt eine Stellungnahme geben, grundsätzlich. Als die Republikaner so stark wurden, kannst dich daran erinnern, ja, da sind die beispielsweise in Offenbach, haben die auch die 10%-Marke locker geknackt, ja, und sind bei uns ins Stadtparlament rein. Und das war für mich als Sozialdemokraten natürlich eine böse Sache, weil die waren besonders stark in den SPD-Hochburgen hier. Und dann haben wir eine Gruppe gebildet, um die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Heide Wiczorek-Zoll, sie war hier Bezirksvorsitzende Hessen-Süd, okay? Mhm. Und da haben wir dann diskutiert, was könnte man eigentlich machen, damit die unsere Hochburgen, dass wir die zurückerobern. Und die Konsequenz war, wir müssen mit den Bürgern vor Ort reden und nach den Gründen fragen. Und dann müssen wir, wenn wir Fehler gemacht haben, uns dafür entschuldigen und müssen Alternativen anbieten, was wir wieder besser machen können. So, das war das Ergebnis unserer Kommission. Und dann haben wir das umgesetzt und haben mit den Bürgern geredet und kann sagen, dass nach einem halben Jahr gab es andere Wahlen und da waren die Republikaner weg vom Fenster. So war das damals, vor über 20 Jahren. Und jetzt sage ich, was ist passiert
nach der großen Migrationswelle und wo die AfD so stark, immer stärker wird. Jeden Tag wird sie stärker. Die Leute, die in der SPD was zu sagen haben, haben gesagt, redet mit denen nicht. Und sie haben nur schlecht gesprochen. Wenn du dir mal anschaust, die Rede von Johannes Kahrs im Bundestag vor einer Woche, wie er einfach pauschal die AfD dort schlecht redet und ja, sie machen genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich damals festgelegt haben. Anstatt sie auseinanderzunehmen und zu gucken, anstatt mit ihnen Kritik zu reden und zu fragen, ja, was sollte man besser machen, ja, sagen wir, jeder ist Nazi, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und irgendwann sagen auch Leute, die jahrzehntelang SPD, Linke und Grüne gewählt haben, was, ihr tituliert uns als Nazi, nur weil wir das immer anders sehen? Ja, dann sind da halt welche. Das ist das Problem, ja. Das ist uns auch von euch nicht gefallen. Und man muss ja einfach mal sehen, dass bei den letzten Bundestagswahlen 500.000 frühere SPD-Wähler, 400.000 frühere linke Wähler und 50.000 frühere grüne Wähler die AfD gewählt haben. Jetzt wollen sie die alle als Nazis titulieren und in die rechte Ecke stellen? Also blöder kann man doch gar nicht sein, anstatt den Dialog zu suchen. Und daran siehst du, weil die ja wissen, dass wir damals erfolgreich waren. Das weiß doch das Willy Brandt-Haus. Daran siehst du, dass dieser Weg absichtlich gegangen wird, um die SPD zu zerstören. Ganz deutlich. Ich habe es in anderen Beispielen schon, in anderen Interviews gesagt. Die Fußballer werden sofort verstehen, was ich meine. Guck mal, wie viele Eigentore finden in einem normalen Fußballspiel statt? Was würdest du sagen? Dem 0, noch was. Genau. Ganz selten. Aber es kommt vor, sowas kann passieren, wirklich, ja. Aber selten. Was würdest du sagen, wenn in einem Fußballspiel plötzlich zwei Eigentore stattfinden? Spätestens da würde ich anfangen zu schauen, ob jemand für die andere Seite mitspielt. Genau. Und was würdest du bei vier Eigentoren sagen? Klar, da würde ich natürlich die Untersuchung intensivieren. So ist das. Also das würdest du denen jetzt nicht knapp nehmen. Und jetzt frage ich dich mal allen Ernstes. Heute ist der 20. September 2018. Seit einem Jahr. Wie viele Eigentore hat die SPD geschossen? Ich würde das nicht mal auf die SPD beschränkt sehen. Lass uns mal über meine Partei reden. Wie viele Eigentore haben Sie geschossen? Das kommt drauf an, auf was man sonst normalerweise meint, wo das Tor ist und was man normalerweise erreichen wollen würde. Also ich sage dir, mit dem Schulz-Auftritt, dass dann Nahles Vorsitzende werden sollte, obwohl sie ja gar nicht Mitglied des Vorstandes war, sollte sie dann schon kommissarisch die SPD führen, was sie laut Satzung gar nicht kann. Dann haben sie eine Umfrage gemacht zur Großen Koalition. Erst haben sie gesagt, Herr Schulz, der wird niemals Minister unter Merkel, dann ist er, also wollte er doch Minister unter Merkel werden, dann musste er gehen, weil die Basis durchgedreht ist. Dann haben sie gesagt, wir wollen nicht in eine Koalition mit der CDU, dann haben sie gesagt, sie wollen doch in die Große Koalition gehen. Erst haben sie einstimmig gesagt, dass sie nicht gehen wollen, dann haben sie einstimmig gesagt, dass sie nicht gehen, also dass sie nicht gehen wollen, dann haben sie einstimmig gesagt, dass sie gehen wollen. Also eine 100% Kehrtwandlung, so wie wir es eigentlich aus den Zentralkomitees aus Ostblockstaaten kennen. Das war also schon sehr verwunderlich. Und dann haben wir einen Bundesparteitag gehabt, wo wir gesagt haben, also wir werden jetzt eine Mitgliederbefragung machen und beide Seiten, die Befürworter und Gegner der GroKo, werden gleich behandelt. Und dann war es also so, dass die Mitglieder einen Wahlzettel gekriegt haben und in den Wahlzetteln war dann ein Schreiben pro GroKo. Das heißt, ein Wahlempfehlungsschreiben für die GroKo. Und das muss ich wirklich sagen, das ist nun alles andere wie demokratisch. Ja. Ein Wahlempfehlungsschreiben in die Wahlunterlagen zu machen.
diese Unterlagen angeschaut und habe festgestellt, dass oben drauf steht Olaf Scholz, der Parteivorsitzende. Unten steht oben der Parteivorstand, unten der Parteivorsitzende. Das heißt nicht alle, sondern dann sind es zwei Sachen schon. Innen drin steht dann die Verhandlungsgruppe. Das ist wieder was ganz anderes. Und dann war das ganze Ding unterschrieben, unter anderem auch von Menschen wie Sigmar Gabriel, der nichts von alledem ist. Das heißt, ich stelle fest, hier hat jemand ein Wahlempfehlungsschreiben geschrieben, wo es keine klare Definition gibt, wer das war. Das war einfach eine Interessensgruppe, die das geschrieben hat. Und jetzt frage ich mich, durften die das überhaupt? Darf eine Interessensgruppe an die Mitgliederdatei der SPD und darf da das verschicken an alle Mitglieder? Und da muss ich wirklich sagen, ich halte das für sehr, sehr schwierig, diese ganze Sache. Und das alles hat zu solchen Verwerfungen und Irritationen der SPD-Mitgliederschaft beigetragen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und es gibt Gründe, warum die SPD momentan nur noch bei 17% ist. Das kommt nicht vom Himmel gefallen. Wir haben in den letzten 20 Jahren 10 Millionen unserer Wähler verloren und ca. 500.000 Mitglieder. Und es gibt keine Konsequenzen. Es ist nicht so, dass es eine Gruppe gibt, eine Bestandsgruppe, die das mal analysiert, woran das liegt. Und wo man sagt, ach du meine Güte, wir haben ja hier gewaltige Fehler gemacht, weil das kommt ja nicht vom Himmel gefallen. So, und jetzt hast du gesagt, das kann man auch für andere Parteien nehmen. Und da sage ich, das stimmt. Nur ich kann es für die SPD definitiv erklären, warum es, was hier alles schief läuft. Bei der CDU, FDP, Grüne und so, da kann ich es nicht so genau sagen. Aber innerhalb meiner Partei kann ich genau sagen, dass das, was hier abgeht, sehr abgespaced ist. Und dass es mir ausschaut, als ob man die Partei absichtlich schrottet. Und wenn wir jetzt an den Ausgangspunkt unseres Gesprächs gehen, dass die Finanzelite alles dominiert und manipuliert, dass sie wie Piraten die Parteien neoliberal gekapert haben. Und dann ergibt das alles jetzt auch einen Sinn. Ja. Dann versteht man das. Ja, zum Beispiel auch die Piratenpartei, die kam ja auch gekapert vor. Dass alle, also mein Eindruck war, dass alle Leute den Datenschutz hypen sollen, damit die EU-Datenschutzverordnung durchkommt. Und wo sie durchgekommen ist, braucht man sie Piraten nicht mehr. Genau. Und so muss man das verstehen, dass das alles nur ein Spiel ist. Aber wir müssen irgendwann begreifen, dass hinter den Parteien inzwischen starke Interessensgruppen stehen, die sie beeinflussen. Und ich erinnere an diesen Moment des Gesprächs sehr gerne an den Horst Seehofer. Man mag ja von ihm halten, was man will. Aber der Herr Innenminister hat zu einer Zeit, als er noch bayerischer Ministerpräsident war, in einer Fernsehveranstaltung davon gesprochen, dass die gewählt sind, nichts zu sagen haben. Und die was zu sagen haben, sind nicht gewählt. Und das halte ich für sehr bemerkenswert. Das müssen wir verstehen. Solche Aussagen sind gefällt worden im Fernsehen. Und die müssten normalerweise zu großen Diskussionen sofort bei Anne Will und Frau Ilme und wie sie heißen, sofort müsste das überall diskutiert werden, wie so der Herr Seehofer sowas sagen kann. Ja, was ist das für ein Hilferuf? Warum nennt er keine Namen? Tja, ich glaube mal, dass es auch für Menschen wie Herrn Seehofer Grenzen gibt, wie weit er gehen kann. Ach, der kriegt doch bestimmt Polizeischutz oder was weiß ich, was er braucht, um frei reden zu können. Polizeischutz gekriegt hat, ja. Genau. Also, wir müssen verstehen, nochmal der tiefe Staat, über den ich vorhin gesprochen habe, den Herr
Pohlmann als dualen Staat begreift, ja, und formuliert, das müssen wir verstehen, dass es hier einen Staat im Staat gibt, der operiert beispielsweise bei NSU oder Gladio oder beispielsweise auch, wenn es um die Wirtschaft geht. Und da möchte ich wirklich eines deutlich machen. Wir haben nach 1945 die Situation gehabt, dass beispielsweise unsere Medien, unsere Zeitungen die Genehmigung bekommen mussten von den Alliierten, dass sie aktiv werden dürfen. Das weißt du, ne? Die durften nicht einfach aktiv werden, die mussten das vorlegen, das sind die geprüft worden und dann durften die aktiv werden. Und da ist es interessant, beispielsweise, dass der Herr Nannen vom Stern und auch der Gründer des Spiegels, der Herr Augstein, beide früher für die SS-Pressestelle gearbeitet haben. Also Leute, die man in der Hand hat. Würde man Herausgeber von der sogenannten linken Kampfpresse, ja, nicht vermuten, dass die in diesen Stellen vor 45 aktiv gewesen sind. Hm. Und wenn man versteht, dass der Gründer des BND, der Herr Gehlen... Ach, Fremde Heere Ost war der doch. Genau, Aufklärungsgruppe Ost. Hm. Auch ein engagierter Nazi war, den die Nazis eigentlich hängen wollten. Und dass er aufgrund seines Wissens dann nach Amerika geholt wurde und dort CIA-Mitarbeiter wurde und dann quasi als BND-Chef nach Deutschland geschickt wurde. Und wenn wir begreifen, wie die USA unser System lenken und dass es, dass beispielsweise die CIA gegründet worden ist, ausschließlich von Bankern, es waren alles Banker, die da bei der CIA aktiv waren. Und das würde man auch nicht erwarten bei einem Geheimdienst, oder? Das ist mir neu, ich wüsste gerne nichts mehr. Dann verstehst du, in welche Richtung das Ganze läuft. Dass diese ganze Politik und die da hätte ich gerne die Quelle. Nachrichtendienste, das alles auch mit Wirtschaft zusammenhängt. Ja, ja? Also ich habe immer gedacht, dass praktisch das eine ist das, was sie über Thinktanks und NGOs machen, diese vorschieben, Finanzelite, und das andere, so mit Strategie der Spannung, ob es jetzt das mit NSU ist oder mit Ladio, dass das eher über Geheimdienste läuft. Aber die Verbindung zwischen Finanzelite und Geheimdiensten, das ist mir bisher noch nicht so ganz klar. Da sehe ich nur kleine Puzzlestücke. Und also wie gesagt, ich beschäftige mich seit, wenn du in die Politik gehst, dich da engagierst, musst du dich ja irgendwie festlegen, was du machen willst und so, ja, ob es Sozialpolitik dein Thema ist oder Finanzpolitik oder Umweltpolitik oder was, ja, oder Kulturpolitik, ja, jeder hat so sein Themenfeld und ich bin damals als junger Sozialdemokrat zur Bundeswehr gegangen und war dort im Stabsdienst tätig und habe gesagt, mich interessiert Verteidigungspolitik und mich interessiert die Arbeit der Dienste. Und was sind verdeckte Operationen? Und damit beschäftige ich mich seit 35 Jahren und sehe deswegen manche Dinge halt ja, anders wie Menschen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Und ich kann nur sagen, es schließt sich der Kreis. Wenn man das versteht, was ich eben gesagt habe, dann versteht man, dass diese Nachrichtendiensttätigkeit, dass das nicht nur was Militärisches, sondern sehr viel mit Wirtschaft zu tun hat. Und dann, wenn du dann verstehst, dass Herr Buffett von einem Krieg redet, der hier geführt wird, von der Finanzelite, und jetzt den Hintergrund hast, den ich gerade dargestellt habe, dann verstehst du die Zusammenhänge. Dann begreifst du, dass alles zusammenhängt. Du darfst das nicht isoliert sehen, sondern du musst die Verbindung miteinander sehen, dass alle
alles durchdrungen ist. Wenn man jetzt so bei der 99%-Bewegung mitmachen möchte, der größte Mehrwert, den ich bisher sehe, ist, dass da wichtige Informationen zusammengeführt werden, die vielleicht noch verstreut sind, dass es hilft, Puzzleteile zusammenzusetzen, dass dann vielleicht später die 99%-Bewegung auch mehr Aktionen macht, aber jetzt erstmal, dass es darum geht, Wissen zusammenzutragen. Genau, 100%. Also es gibt viele, die nicht tagtäglich fast drängen, aktiv zu werden. Und das Problem, das wir natürlich haben, ist, wenn wir die Leute nehmen, die aus allen politischen Richtungen kommen, wir haben bei uns wirklich Leute aus allen Lagern, weil die 99% bedeutet, ich will das auch nochmal erklären mit den 99%, weil viele schnallen das ja überhaupt nicht. Viele sagen, Olaf, du wirst doch niemals die 99% zusammenkriegen gegen die 1%. Und da sage ich, du hast das Ganze jetzt nicht verstanden. Das reichste 1%, das ist die Finanzelite. Okay? Das sind die Multimilliardäre mit ihrem Anhängsel. Und der Herr Buffett sagt, seine Klasse, also diese Finanzelite, führt einen Krieg gegen uns. Das heißt, die 99% sind es, gegen die ein Krieg geführt wird. Das heißt nicht, dass sie zusammenhalten. Das heißt nicht, dass die alle einer Meinung sind. Aber die 99% sind definitiv die, die angegriffen werden. Ob sie es verstehen oder nicht, ist vollkommen egal. Aber sie werden angegriffen. Und das, worum es mir geht, ist, die Menschen ein Stück weit zu sensibilisieren und wach zu küssen, dass sie angegriffen werden. Und wenn sie das schnallen und dann begreifen, dass es besser ist, gemeinsam erstmal zu stehen und sich nicht untereinander zu keilen gegen die Finanzelite, dann haben wir eine echte Möglichkeit, viele zu werden und uns zu wehren. Und das müssen wir natürlich erstmal in die Köpfe der Menschen reinbringen. Und es war der große SPD-Gründer Wilhelm Liebknecht, für den ich einen 2,30 Meter großen Gedenkstein 2013 gesetzt habe, der sagte, Wissen ist Macht. Und ich kann euch alle, die ihr da zuhört, nur aufrufen, begreift es. Wir müssen erstmal das Wissen ansammeln, um zu begreifen, wie wir gefoppt werden. Und wenn wir das begriffen haben, wie sie uns teilen, um herrschen zu können, was sie für Aktionen machen, das ist schon gigantisch, um uns quasi gegeneinander zu hetzen, erst dann, und sehen, wie wir manipuliert werden, erst dann können wir gemeinsam auf die Straße gehen. Das kann ich euch nur sagen. Zuerst müssen wir uns hinsetzen, das verstehen und dann können wir, wenn wir es verstanden haben, und dann können wir Aktionen durchziehen. Ja? So. Aber zuerst wünschte ich mir wirklich, die Leute würden sich von Yasinna mal die Videos anschauen, um zu begreifen, was hier für eine Manipulation der Menschen stattfindet. Jedes Einzelne, der hier zuhört, wird manipuliert. Ich habe so die Beispiele genannt. Und ich habe ja auch ein 10-Punkte-Programm mal aufgestellt, zum Beispiel zur Migrationspolitik. Also man muss ja aber sehen, es gibt ja Themen, die überschatten einfach alles. Die überlagern die gesamte Diskussion um Sozialpolitik, um alles. Und hier habe ich, wie gesagt, auch mal ein Programm aufgestellt, das ich auch auf unsere Seite gestellt habe. Und muss sagen, ich habe zu 99% nur positive Reaktionen erfahren. Und das finde ich also auch schon schön, ja. Da würde mich interessieren, ich habe mir die Punkte ja durchgelesen. Ja. Und da legst du ja auch einen Schwerpunkt auf Fluchtursachenbekämpfung. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist hier die Fluchtursache Nummer 1, ist ungerechte Handelspolitik? Ja. Also man muss ja einfach mal verstehen, ja, wo kommen die ganzen Menschen her?
aus den Entwicklungsstaaten, insbesondere aus dem afrikanischen Bereich. Ne? Mhm. Und Mittlerer Osten und so, Nahe Osten. Und wenn man realisiert, dass es die Staaten waren, sage ich jetzt mal, die europäischen Staaten waren, die in der Zeit der Kolonialisierung über Afrika hergefallen sind, schon vor hunderten Jahren, und dass Afrika eigentlich ein saureicher und kein armer Kontinent ist, und dass wir bis heute diesen Kontinent brutalst ausbeuten, unsere Finanzelite Europas beutet diesen Kontinent aus. Ja. Und dass wir so dreist und frech sind und davon in der öffentlichen Debatte reden, dass wir Entwicklungshilfe leisten müssen, dann ist das ein Schlag ins Gesicht eines jeden Afrikaners. Das, was wir eigentlich hier machen müssen, ist, dass wir nur aufhören, diesen Kontinent so brutal auszubeuten. Und jeder, der sich ärgert darüber in Deutschland, dass so viele Migranten hier nach Deutschland strömen, der muss für afrikanische Produkte bereit sein, mehr Geld zu zahlen und für afrikanische Rohstoffe. Der müsste auf die Straße erstmal gehen gegen unsere Konzerne, die diesen Staat, diesen Kontinent ausbeutet. Das heißt, die Ursache sind die Finanzelite in Europa, die diesen Kontinent ausbeutet. Es geht nicht darum, dass wir mehr Geld bezahlen sollen für unsere Produkte. Es geht darum, dass wir mal hingehen und unserer Finanzelite sagen, hört mal, halte die Bälle mal ein bisschen flacher. Wir haben vorhin über CETA und TTIP gesprochen. Aber was wir vollkommen ignorieren ist, dass die Europäische Union ein Freihandelsabkommen mit den Afrikanern gemacht hat. Und das ist ja eine Ausbeutung per excellence. Wenn man das versteht, dass wir jetzt auch noch den Freibrief gegeben haben, diesen Kontinent auszubeuten und dass hier hunderttausende Jobs in Afrika kaputt gegangen sind, ja, glaubt ihr, das sind Leute, die haben gut gearbeitet in Afrika. Die waren auch dort in den Firmen gut engagiert und sagen jetzt, na Moment mal, irgendwie muss ich doch meine Kohle verdienen. Und wenn ich es in Afrika nicht kann, na, dann gehe ich doch nach Europa und arbeite dort. Das müsst ihr verstehen. Hm. Unsere Finanzelite bereitet doch den Boden dafür. Und dann tun unsere Geheimdienste dort Kriege inszenieren. Man muss sich einfach klar machen, dass der frühere NATO-General, der oberste NATO-General Wesley Clark 2007, 2008 vor laufenden Kameras gesagt hat, dass 7 Kriege geplant sind von den USA. Und alle 7 Kriege mit Ausnahme gegen den Iran haben sich inzwischen bewahrheitet. Auch der Krieg gegen Syrien war geplant. Und Wesley Clark sprach 2007, 2008 davon, dass er von diesem Plan erfahren hat, direkt nach den Anschlägen auf den World Trade Center. Das heißt, seit 2001 wusste der, dass 7 Staaten überfallen werden sollen. Und das muss man begreifen, dass das keine Zufälligkeiten sind. Unsere Dienste, unsere Politik, die Finanzelite organisieren diese Überfälle. Mhm. Und dadurch entstehen Flüchtlingsströme. Momentan sind über 65 Millionen Menschen auf der Flucht in Afrika. Das heißt, nur weil die Leute, die armen Menschen in Afrika wirklich von der westlichen Elite, Finanzelite, in eine Situation gebracht werden, dass sie ihre geliebte Heimat verlassen müssen, kommen die ja überhaupt dann in die Situation, nach Europa zu gehen. Das ist ja nicht, dass sie schon immer davon geträumt haben, hier rüber zu kommen, sondern durch die Politik der Finanzelite werden sie da in diese Situation gebracht. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Amerikaner, wie gesagt, diese Pläne schon seit vielen Jahren haben,
haben und dass das keine Zufälligkeiten sind, wenn man sich die drei großen Geostrategen George Friedman, Wierzynski und Thomas Bennett anschaut, und dann bekommst du ein ganz klares Bild, dass das, was sie in ihren Vorträgen, in ihren Büchern rüberbringen seit Jahrzehnten, dass sich das wie von Geisteshand durchsetzt. Und dann sagst du, das sind keine Zufälligkeiten mehr. Und beispielsweise Thomas Bennett redet davon, dass Globalisierungsgegner getötet werden sollen. Das muss man sich mal vorstellen, wie menschenverachtend dieser Mann ist und wie weit er gehen würde. Und er redet in seinem Buch davon, dass er die hellbraune Rasse liebt und dass 1,5 Millionen Afrikaner jedes Jahr nach Europa gebracht werden sollen. Und jetzt muss ich wirklich fragen, wie kann sich die politische Linke, ja, vor einen Kamm spannen lassen von einem Schwein wie Thomas Bennett? Ich muss das sehr deutlich sagen. Das ist Wirtschaftsliberalismus par excellence und hat mit linker Politik nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun. Und wenn man die Leute integrieren will, denen überhaupt nur beibringen will, welche Menschenrechte hier gelten, was unsere verfassungsmäßige Ordnung ist, ins Sozialsystem integrieren will, dann kann man das ja auch nur, ich sag mal, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreitet. Das muss man ja in jedem Einzelnen eine gewisse Menge erstmal beibringen. Wenn so viel auf einmal kommt, dann haben wir Ghettobildung. Man muss es sehr deutlich sagen. Wir haben momentan die Situation, dass uns 1,1 Millionen Wohnungen in Deutschland fehlen. Und ich frage mich, wie soll der Familiennachzug gelingen, wenn uns jetzt schon 1,1 Millionen Wohnungen fehlen? Bevor wir Menschen hier aufnehmen, hätten wir doch erstmal das Sozialwohnungsprogramm aktivieren müssen. Oder hast du den Eindruck, dass wir hier massenweise Sozialwohnungen bauen? Nee. Im hessischen Landtagswahlkampf sehe ich überall Plakate: Mietwahnsinn stoppen, mehr bezahlbare Wohnungen. Ich muss wirklich fragen, habt ihr sie noch alle? Das hätten wir doch schon seit 2015 umsetzen müssen. Die SPD beispielsweise ist doch an der Regierung. Und bevor man die Menschen reinholt, muss man doch das machen. Und wenn man sie hat, hätte man sofort Sozialwohnungsprogramme machen müssen. Und das ist das, wo ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Und eine andere Sache: Die SPD hat gefordert, den Satz, ja, für die Rente festzuschreiben bis 2040. Hast du das mitgekriegt? Und dann hat die Frau Merkel der SPD widersprochen und hat gesagt, das ginge nur bis 2025, weil das wäre nicht bezahlbar. Die Frau holt hunderttausende Menschen ins Land, die hier aus diesem Topf die Gelder rausnehmen, weil sie nicht arbeiten können. Und dann sagt sie auf der anderen Seite, die Rente ist nicht in dem Maße weiter zu zahlen, weil nicht genug Geld in der Kasse ist. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, man sieht doch, was das für Beschleuniger sind der Radikalität in Deutschland. Und jetzt habe ich ja ein bisschen eine Kritik vorgetragen an den regierenden Parteien, okay? Und ich muss jetzt die Möglichkeit haben, aber die andere Seite zu beleuchten, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Ja. Es war kürzlich in den Zeitungen, in den Medien gestanden, dass diese ganze Migration seit 2014, dass uns das vielleicht noch in ein, zwei Jahren dazugenommen oder drei Jahren dazugenommen, wird uns das insgesamt mindestens 120 Milliarden Euro kosten. Das ist ja billiger als die Bankenrettung.
Bankenrettung hat uns damals 68 oder 63 Milliarden gekostet. Und insgesamt, wir reden jetzt von der Lehman Brothers Kiste, ja. Und insgesamt waren das 800 Milliarden auf der ganzen Welt. Aber nur Deutschland hat 63 Milliarden gekostet. Und jetzt sind wir nochmal bei 120 Milliarden. Ach, und, okay, weil das ja in Kapitalerhöhung gegangen ist und das Geld nicht alles weg gewesen ist. Okay, verstehe. Ja. So, und jetzt, also das Geld ist, die 63 Milliarden sind weg, ja. So, und jetzt muss man Folgendes verstehen. Wenn jetzt ein Migrant nach Deutschland kommt und der kriegt jetzt hier Gelder und wie viel wird er so bekommen? Der kriegt dann die Wohnung bezahlt, der kriegt die Lebensmittel bezahlt und so, ja, also wie viel wird er haben? Weiß nicht. Hat er 800 Euro, 900 Euro, keine Ahnung. So, die Frage ist, wie lange wird er dieses Geld, das ihm zur Verfügung gestellt hat, wie lange wird er das haben? Und da sage ich dir, der wird das nicht länger wie einen Monat in der Regel haben. Der wird dann nicht sehr viel sparen können. Und jetzt ist doch die Frage, wer kriegt eigentlich das Geld? Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir realisieren, dass dieses ganze die ganze Situation dazu geführt hat, dass das für unsere deutsche Wirtschaft ein unwahrscheinliches Konjunkturprogramm gewesen ist. Und wenn wir begreifen, dass der kleine Mann in der Regel die Steuern zahlt in Deutschland und dass die großen Konzerne, die hier aber gewaltig partizipieren an allem, dass die ja ganz wenig Steuern zahlen. Und dann müsste ich jetzt eigentlich mal von der AfD Folgendes mir wünschen, was sie sagt. Sie müsste sagen, wenn hier 120 Milliarden insbesondere in die deutsche Wirtschaft fließen, dann müssen die auch mehr Steuern bezahlen und nicht nur die kleinen Leute. Verstehst du, was ich ja, meine? Konzerne sind Argumentation ja, folgen. Konzerne sind ja von der Rechtsform meistens Kapitalgesellschaften, also Körperschaftssteuersatz rauf oder falls man eine Personengesellschaft ist, Spitzensteuersatz zur Einkommensteuer rauf für die Beteiligten. Ist das vielleicht alles Mögliche machen, nur es geht einfach darum, dass die AfD irgendwann auch mal erklären müsste, dass die großen Firmen, die großen Konzerne überdimensional an dieser ganzen Flüchtlings-Migrationswelle verdienen ja. Und die kleinen Leute bezahlen und dass sie dann auch fordern, dass die Großen mehr bezahlen müssen. Sie müssen ihren Anteil leisten. Und jetzt sage ich dir, Frau Weidel war früher bei Goldman Sachs, sie ist nicht blöd. Sie ist nicht blöd. Sie weiß das ganz genau. Herr Barroso ist heute bei Goldman Sachs und da hat man die ganzen Mechanismen mit der Troika gemacht, als er Kommissionspräsident war. Mhm. Aber das, was ich sagen will, ist, warum fordern die das nicht? Und daran müssen die Menschen doch sehen, dass das alles, egal von wo es kommt in der Politik, die kleinen Bürger sind die Verarschten. Die 99% sind die Opfer. Und diesen Vorwurf muss ich leider der Politik von links bis rechts machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den einen mehr oder weniger mag. Ich muss irgendwann einfach objektiv die Situation betrachten und muss dann zu dem Ergebnis kommen, dass hier einiges schiefläuft, dass wenn der Herr Steinmeier, unser Bundespräsident, davon redet, dass eben viele Menschen sehr böse über die Demokratie reden und so, er meint zu Unrecht, ich sage sehr zu Recht, wenn die überwältigende Mehrheit keine Freihandelsabkommen will und dann werden sie ohne Parlamentsbeschluss durchgesetzt, dann ist das sehr frech. Der ESM, der überhaupt nicht mit der Gesellschaft diskutiert worden ist, ich habe damals in der SPD das diskutieren wollen, es gab keinen Parteitag, wo man über den ESM diskutiert hat, es wurde uns überhaupt nicht erklärt, was das ist. Es ist noch mehr passiert, man hat sogar Volksfleck-Klagen gemacht. Ja,
also ich... das Grundgesetz aufzubrechen. Und er hat den Mitklägern nicht gesagt, was das war. Ich gebe dir recht, es sind so viele Dinge, die wirklich, ja, und die Leute haben wirklich sehr viel Grund, sauer zu sein. Und ich sage, weil man das weiß und weil man eben nicht darüber redet, egal ob von links oder rechts, das ist alles von der Finanzelite letztendlich, spielt das denen in die Hände. Und man möchte dieses System hier gerade schrotten. Und die, die die Hoffnung haben, dass es dann besser wird, na also die sind aber sehr blauäugig. Die Finanzelite macht hier nichts, um es besser zu machen für uns, sondern um dann diktatorische Maßnahmen zu haben, um exakt das durchzusetzen, was sie dann wollen, wo wir jetzt noch Widerstand leisten können. Alles klar. Da wir ungefähr 2 Stunden jetzt Interview haben, würde ich gerne langsam zum Schluss kommen. Ja. Also ich würde es jetzt mal zusammenfassen, 99% Bewegung lohnt sich vor allem erstmal Informationen auszutauschen, zu gucken, was kann man gemeinsam, wie kann man seine Puzzleteile zusammensetzen und dann gucken, welche Aktionen macht man dann gemeinsam oder wie lässt man sich inspirieren von der 99%? Ja, wir werden Aktionen machen, wir werden aktiv werden. Wir werden das machen, ganz klar, so wie wir jetzt in Brandenburg waren und dort sehr erfolgreich, wir waren ja auch im Fernsehen, ja, im russischen Fernsehen, hat man sehr wohl wahrgenommen, dass es hier Menschen gibt, die sehr fried fertig sind und es war auch bei der Tagesschau, hat man uns also auch quasi zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir waren da schon erfolgreich dafür, dass wir noch eine sehr junge Bewegung sind mit jetzt erstmal 2000, ich weiß gar nicht, 800 Unterstützern oder so, ja. Das wächst ja alles noch gut. Das wird also alles noch kommen. Aber das, was für die Menschen erstmal wichtig ist, ist, dass sie begreifen, dass es sinnvoll ist, sich mit uns zu verknüpfen. Wir sind nur gemeinsam stark und Aufklärungsarbeit ist absolut angesagt. Und aus diesem Wissen heraus werden wir dann Aktionen machen und wir wollen auch beispielsweise die aufstehen. Ja, wir wollen mit aufstehen von Sarah und Oskar. Wollen wir mit aufstehen. Aber wir wollen auch Einfluss nehmen auf Oskar und Sarah und die Aufstehenbewegung, indem wir deutlich machen, dass das, was Bernie Sanders mit der 99%-Bewegung gemacht hat in Amerika und was Corbyn macht in Großbritannien, dass das auch hier in Deutschland stattfinden muss. Und ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass beispielsweise diese Sammelbewegung von Oskar und Sarah die AfD einfach als Feindbild nimmt, sondern es geht darum, dass die Leute, die verzweifelt sind, die aus Verärgerung zur AfD gehen, dass man diese Menschen wieder mit ins Boot holt für eine große Widerstandsbewegung gegen das Finanzkapital, das uns das alles einbrockt. Darum geht's. Und da wollen auch wir als 99%-Bewegung unseren Anteil leisten, weil bei uns sind ja wirklich Menschen aller Couleur, aller politischen Richtung. Bei uns sind Unternehmer genauso wie Arbeitslose und Obdachlose, alles. Weil so sind die 99% und alle werden angegriffen und ich kann euch nur auffordern, schaut euch das mal an und macht mit. Das wäre toll. Wir sind nur gemeinsam stark. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Die Kontaktmöglichkeiten werden wir dann entsprechend einblenden. Klasse. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Interview mit mir zu führen und vor allem den lieben Zuhörern, dass sie mir die Gelegenheit auch gegeben haben, mich hier vorzustellen. Vielen, vielen lieben Dank. Danke.